Siamo con Clarence Pargain in Postpartita di Lugano Zugo. Clarence, in der Verteidigung hat er heute viel Verletzte gehabt. Ist das der Grund, dass er vor allem im ersten Drittel Schwierigkeiten in der Defensive gehabt hat? Jetzt ein bisschen Zeit braucht, dass er euch findet? Nein, ich glaube nicht. Wir waren einfach von Anfang an nicht parat. Haben dann gerade einen Goal bekommen. Und ja, ich würde sagen, wenn wir den ersten Drittel wegschauen, haben wir gekämpft, um den Rückstand wieder wertzumachen. Und ja, hat leider nicht gelungen. Am Ende des zweiten Drittels haben wir in Unterzahl das 3-2 gefunden. Aber nur wenige Sekunden später hat Zug das vierte Goal gefunden. Schlussendlich eine entscheidende Szene. Ja klar, wir haben Druck gemacht, wir konnten ausgleichen und es war wieder ein bisschen Feuer durch die Mannschaft. Und schade, dass wir dann gerade wieder ein Goal bekommen. Das ist die dritte Niederlage in Folge und von den letzten 10 Spielen konnten wir nur 4 gewinnen. Auch aufgrund des zweiten Platz wäre es vermessen, von einer Krise zu reden. Aber es ist gleich die erste richtige schwierige Phase dieser Saison. Nein, ich würde nicht sagen, wir natürlich. Schon glücklich, dass wir da ein paar Niederlagen hintereinander haben, aber wir sind ein Team, das da vorne spielen will und dann müssen wir uns an die Nase nehmen und schnell wieder zurück auf den Weg finden. Nach vielen Spielen mit den Ticino Rockets hast du heute dein Debüt in der Verteidigung gegeben. Wie hast du dich gefühlt? Ja, es ist natürlich ein grosser Tempounterschied, aber ich habe Unterstützung bekommen von der Mannschaft und ja, hat Spass gemacht. Ja. Du hast noch ein Jahr Vertrag in Lugano, aber dein Name ist immer wieder in den Gerüchten. Angeblich ist Biel und Klot interessiert. Was kannst du uns sagen? Ja, so viel, dass ich einfach noch nichts gehört habe. Und ich habe hier noch Vertrag und ja, bin da zum Denken erfüllen.